Eine Geschichte. Als kleiner Bub hat mich mein Papa am 24. Juni mitgenommen in das Jazz-Wirtshaus Oehlinger am oberen Markt in Bad Aussee. Und auf einmal kommt ein großer Mann herein, sehr groß und breite Schultern und ein sehr starkes Auftreten und sagt: Hallo Leute, ich bin über den Pötschenpass. Okay, jetzt werden die Leute wieder sehr aufregend, dass ich keinen Dialekt rede. Kann ich also über den Pötschenpass umgefahren zum Oehlinger, um ein bisschen auf meinen Geburtstag anzustoßen. Dieser große Mann, er hat zum Beispiel gesungen: Heidelbeeren, wenn Sie mir nicht Heidelbeeren, oder ich habe Schaf angeschaut, oft haben Schaf mich angeschaut, oft habe ich mich geschaut, weil mich Schaf angeschaut haben. Und so wurde dieser Mann mit seinen Liedern sehr berühmt. Ich war ein kleines Kind, ich wusste das nicht. Doch mein Papa hat gesagt: Ja, servus, Herr oberösterreichischer Musiker, servus, was ist da? Ja, sagt, ja, ich habe Geburtstag heute. Sagt mein Papa: Ach so, das ist ja interessant. Weil mein Sohn, den ich hier an der Hand führe, hat auch heute Geburtstag.